Pixel Junk, eine weitere Folge. Willkommen zurück. Euer Flexi hier, euer Reflex. Fremde Flüssigkeiten heißt dieses Level. Und dann schauen wir doch mal ganz schnell. Geht schon gut los. Was uns hier erwartet. Ich bin ja immer noch am Rätseln, ob das wirklich schon das der letzte Bereich ist. Wir haben aber ein Bonuslevel gefunden. Cool. So, und oder auch nicht. Was soll das denn hier für ein Bonuslevel sein? Hä? Ach, da drüben. Ach so, das zählt er dann hier mit. Also. Ja, wie gesagt. Bin echt am Rätsel, ob das schon, wie gesagt, das letzte Level sein wird. Oder die letzte Episode. Ich zweifle da noch stark dran. Das könnte vielleicht noch ein bisschen weitergehen. Schauen wir mal. So. Antimagnetanzug. Den können wir gut gebrauchen. Für uns alles mit. Ah, so kann man die zerstören. Okay, gut zu wissen. Ich will das Schutzschild mitnehmen. So. So. Ja, toll. Das hat mir jetzt auch viel gebracht. Naja. So. Also. Da ist ein Diamant. Der letzte dieses Level. Das ist auch noch nicht unser letzter Kamerad, der ist jetzt da drüben. Natürlich spawnen da jetzt Leutchen, ist klar. Aber ich werde mal versuchen, diese Magnetmasse mitzunehmen. Ja. Haha, damit habt ihr nicht gerechnet. Ihr kleinen Stricher. Haha, so sieht's aus. So, weiter geht's. So. Den haben wir schon, das Schutzschild. Das ist für uns uninteressant. Ach, man kann die... Ach so, man kann die so abziehen. Bringt mir das denn was? Bringt mir das denn was, wenn ich die so abziehe? Wusste ich gar nicht. Ach so, man kann die dann... Ach so. Jetzt schnalle ich's. Dann kann man sie zerstören. Jetzt, ja. Eine Insel. So, erstmal so. Ne? So und bringt mir das jetzt was? Haben wir das jetzt was gebracht hier? Was soll mir das bringen? Weiß ich auch nicht genau, muss ich mal gucken. Das ist gar nicht. Das ist gar nicht. Nein! Das war, glaube ich, ein Fehler. Ich glaube, das sollte nicht so sein, dass wir da lang müssen. Na, schauen wir mal. Aber jetzt wissen wir schon mal zumindest, wie wir ihn zerstören. Und das geht auch relativ fix. Das ist schon mal gut zu wissen. Na! Jetzt? So, so. Aber was bringt uns das Wasser denn jetzt hier?
Gar nichts, oder? Ach doch, ich weiß. Durch die Explosion wird da oben das Eis freigesetzt. Ja! Stimmt. Ja, jetzt. Ah, jetzt, ja. Eine Insel. Der Antimagnetanzug. So, das heißt, wir können hier unten lang. Können mal schauen, dass wir die beiden hier retten. Hier ist wahrscheinlich ein Bonusraum, ne? Oder? Nee, doch nicht. Ich dachte. Ah, hier vielleicht? Nein, auch nicht. Einen Diamanten haben wir gefunden bisher. Aber jetzt kommen wir wahrscheinlich da lang. Wow. Ja, super. Das wüsste ich aber. Jetzt müssen wir mal ein bisschen aufpassen, dass wir hier die Kollegen nicht mitnehmen. Und dann mit in die Gefahrenzone stürzen. Aber wo sind denn die letzten zwei Diamanten? Frage mich gerade, vielleicht hier oben drin? Ah! Ich wusste es doch. Irgendein Geheimnis hat doch dieses Level noch. Und da ist sogar jemand mit Fähnchen. Cool. Wenn ich ihn jetzt nicht erschieße. Duncan, mir reicht es. Ich habe so viel Geld in diese Bergbaumaschinen gesteckt und das Monster macht alles dem Erdboden gleich. Ich pfeife auf die alten Zivilisationen und die neuen Energieformen. Warum muss es bloß so weit kommen? Warum muss es bloß so weit kommen? Aber trotzdem fehlt mir noch ein Diamant, den ich bisher noch nicht gesehen habe. Geh da durch. So. Den ich aber, wie gesagt, immer noch nicht gesehen habe. Und, ah, da ist er. Wunderbar. Lohnt sich doch nochmal zu gucken. Und dann heißt es für uns jetzt ab ins nächste... Nee, ab ins nächste Level doch nicht. Ha, so einfach geht's gar nicht. Wie kriegen wir denn... Wie kriegen wir denn da... Ach, jetzt weiß ich. Ja. Steigt nämlich der Dampf dahin und dann explodiert's. Wunderbar. Wunderbar. So haben wir es gern. Ihr merkt, ich bin immer noch ein wenig ein wenig kränklich. Aber soll mich nicht daran hindern, hier weiter Pixel Junk zu spielen. Das nehmen wir natürlich auf, das Schutzschild. Wo geht's? Okay. Noch erkenne ich nicht das Schema. Nicht so wie in der Einfolge. Ah, da oben ist ein Diamant. Sehr schön. Aber jetzt erkenne ich das Schema. Ja, super. Und nur? Und. Wo soll ich denn... Kann man da irgendwie... Der soll mir nicht auf den Keks gehen da drüben. Den habe ich doch gerade abgeschossen, das ist ein anderer. Oh, nee. Das ist aber fies. Das ist aber fies, dass genau da dieses... dieser Elektrozaun ist. Das ist auch verdammt fies. So, Diamant mitnehmen, die zwei Männchen mitnehmen. Den aktivieren, damit die Stampfer funktionieren. Wow! Mal vorsichtig ziehen. Vorsichtig dran ziehen. Ja, genau so. Und dann hier den Diamanten mitnehmen. Dann müssen wir wahrscheinlich auf der anderen Seite den noch aktivieren. Aber erstmal will ich den da drüben erledigen. Hallo? Da müsste aber eigentlich noch ein anderer spawnen. Naja, egal. Wow. Ah, super, klasse. Ja, natürlich. Sonst geht's dir gut.
Ach, man muss ihn auch noch in die Richtung dann ziehen. Ja, natürlich. So, sehr schön. Das haben wir. So. Reflex. Nein! Reflex erkennt nicht das Schema. Jetzt wollte ich noch so großkotzig sein. Super. Ja, toll. Ja, klasse. Ja, jetzt wissen wir ja ungefähr. Eigentlich ist es nicht schwer, das Level, aber Reflex tut sich ein bisschen schwieriger jetzt gerade, warum auch immer. Aber da habe ich jetzt auch gar nicht drauf geachtet, wie der Rhythmus jetzt war. Obwohl er eigentlich ziemlich simpel ist. So, hier wieder vorsichtig ziehen, ne? So. Spawnt er nicht wieder da? Wollte ich das dann schon sagen. Also er muss doch normalerweise spawnen. So. So, jetzt durch. Jetzt durch. Uah, er lebt ja noch. So. Und weiter geht's. Ich bin echt gespannt, was da noch so kommt an Leveln. Weil es scheint ja... Weil es scheint ja doch noch nicht ganz zu Ende... scheint ja doch noch nicht ganz zu Ende zu sein. Wir sind ja schon fast... Boah, ich brauche eine Abkühlung. So, 2 von 3 Diamanten haben wir gefunden. Das heißt, es fehlt uns noch was. Geht's denn hier unten lang? Wahrscheinlich, ne? Ja. Hier finden wir bestimmt noch den letzten Diamanten. Oder? Ja, da unten ist er. Sehr schön. Und wir müssen dort oben rauf. Jawohl. Aber was bringt uns das jetzt? Ach, wir kommen so nicht mehr zurück. Ach so. Das heißt, wir müssen nochmal durch die ganzen... Den habe ich gar nicht gesehen. Durch das ganze Quatschen jetzt hier. Wow. Ja, natürlich. Natürlich. Auf Wiedersehen. Macht's gut. So, dann schauen wir mal. Oh nein! Den mussten wir jetzt erledigen. Tut mir leid, das ging nicht anders. Ist er jetzt platt? Aber jetzt. Nee, noch nicht. Aber jetzt. Ja, sehr schön. So. Da können wir nichts machen. Ah, wir müssen hier, glaube ich, so wie es aussieht, unseren Kollegen hier irgendwie. Kann das sein? Nee, oder? Doch, mit dem Magnetanzug wahrscheinlich. Ja. Müssen wir den wahrscheinlich da rausloten. Ah, das ist cool. Das ist auch mal irgendwie eine neue, schöne Technik. Der würde wahrscheinlich da rausfallen jetzt, ne? Genau. Sehr schön. So. Da geht's jetzt. Die gab's ein Dutzend billiger, glaube ich. Nein. Oh. Ja, so schnell konnte ich jetzt nicht aufhalten, dass ich ja da irgendwie. So, dann holen wir uns nochmal den Antimagnetanzug. Ja. Wollen wir unseren Kollegen retten? So. Na, du willst doch wohl noch rübergehen? Ja, also, wollte schon sagen. Ah, das ist fies. Hallo, willkommen zurück. So viel auf einmal. Geht gar nicht. Es sind immer noch 2. Ah, da ist ein Schutzschild, da ist ein Schutzschild, da ist ein Schutzschild. Das nehmen wir mit, das nehmen wir mit.
So. Den Kollegen müssen wir auch irgendwie umleiten. Ich weiß aber nur noch nicht wie. Da oben ist auf jeden Fall Flüssigkeit. Bringt uns die was, wenn wir die da hochstoßen? Wahrscheinlich noch nicht. Okay. Dann gehen wir erstmal hier gucken. Ja, super. So. Schauen wir mal, was wir hier haben. Was ist jetzt? Ah, okay. Da ist übrigens ein Diamant. Wow, 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 wow. Den können wir jetzt gar nicht gebrauchen, den Kollegen. Oh, wisst ihr wohl? Genau, komm zu Papa. Das ist natürlich auch geil gemacht hier irgendwie. So, wo kommen wir denn jetzt lang? Kommen wir jetzt hier lang? Nein. Aber wie kriegen wir ihn denn da raus? Hä? Schnall ich's gerade nicht, oder? Oder muss ich wieder zurück? Nee, hä? Muss ich hier nochmal dran ziehen vielleicht? Nee. Hier unten vielleicht lang? Nee. Hä? Ich glaube, Fleck sieht schon wieder irgendwie was nicht. Aber was sieht er nicht? Das ist die große Frage. Vielleicht muss ich hier nochmal zurück. Oh, nee. Das kann doch nicht Sinn der Lösung sein, oder? Das kann doch nicht das Rätsels Lösung sein, oder? Oder doch? Also gar nicht, muss ich jetzt mal gucken. Nein. Nein. Nee, ich glaube nicht. Ich glaube nicht, dass das Rätsels Lösung ist, obwohl. Nee, es kann doch nie im Leben sein, oder? Fast. Jetzt fummel ich hier schon die ganze Zeit rum mit dem Dingen hier. Doch, das ist Rätsellösung. Ich gibt's gar nicht. Tatsächlich, das war auch der letzte, der uns gefehlt hat, um die Tür zu öffnen. Geil. Aber hier fehlen uns noch Diamanten. Komm mal hier hin. Oder hier hin. Kannst hier nicht durchfliegen? Uns hat mal hier freigeben. Oh nein! Nein! Jetzt habe ich so lange gefummelt da oben, um mich selbst zu töten. Nein! Oh, nee. Ja, Leute, das ist jetzt ein bisschen dämlich. Mir ein bisschen peinlich. Aber ja gut, wir wissen ja jetzt, wie es funktioniert. Mit viel Schwung und viel Getöse geht's immer wieder durch die Fritteuse. So. Na komm. Das ist so ein bisschen wie die Lottozahlen ziehen. Ach ja, das habe ich ganz vergessen. Ich vergaß. Ich vergaß auf meiner Reise, dass da noch so ein paar... was ist denn hier? Warum ist... So, jetzt aber. So. Also, müssen wir den Kollegen da oben mal schleunigst da rausholen. Ja, komm.
Der will aber auch nicht da raus, ne? Aber jetzt. Ja, das war ja einfacher wie vorher. Wunderbar. Ja, da müssen wir jetzt erstmal... So. So. So, da müssen wir natürlich darüber schleudern. Und dann kommt hier jetzt auch schon gleich die nächste Flüssigkeit. Aber erstmal den da oben erledigen. Genau so. So. Den haben wir. Und auf geht's. Nach Hause. Schnell weg hier. Hui. So. Oh, das sieht ja vielversprechend aus. Das sieht interessant aus. Kann man behaupten. Ganz viele Magnete und hier ist eine Waage, die wir wahrscheinlich füllen müssen. Oh, super. Ganz toll. Ganz toll kannst du das. Wie soll man an den rankommen? Ah, jetzt. Nein. Die einzige Möglichkeit war gerade gewesen dazwischen. Oh, toll. Ich habe einen von unseren Kollegen erledigt. Tut mir leid, Kumpel. Collateral Damage. Kollateralschaden. So, jetzt aber. Jetzt packe ich ihn mir. So. Da ist doch schon ein Diamant. Den nehmen wir mit. Da ist übrigens auch ein Diamant. Schon in der... in den Magnetdingen. Ja, den haben wir mitgenommen. So ein bisschen warten, bis wir ein bisschen abkühlen. Und somit dann weitergehen. Da ist eine Säge. Das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut. Und hinter der Säge ist übrigens ein Diamant. Die werden wir wahrscheinlich aktivieren mit den Magneten. Wow, yeah. Geh weg, geh weg. So. Ich mag die nicht. Ich weiß nicht, warum. Ich mag es einfach nicht. Ich glaube, ich weiß, wie es funktioniert. Ja. Wir müssen die Flüssigkeit da reinbekommen. Damit die Säge aktiviert wird. Ja. Hoi! Uah, wie viel Zeit habe ich denn? Uah, nicht genug. Oh Mann. Leute, das gibt's doch nicht. Ich muss den ganzen Käse hier nochmal machen. Naja. Egal. Also, machen wir nochmal. So, zack, 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 zack. Jetzt schnappen wir uns ihn hier. So. Schnappen wir uns den Diamanten. Ab hier rein, unsere Kollegen retten. Dann die Magneten aktivieren. Aber erst den Kollegen da oben erledigen. Genau, den brauchen wir ja nicht. Der stört nur. So. Nächsten Magnet. Und dann hätten wir's. Ja, jetzt müssen wir natürlich gucken, dass wir uns so schnell wie möglich hinter die Säge begeben. Oh, war das knapp. So. Und da ist auch schon der finale Abgang.
So. Ja. Oh, na natürlich. So. Und das war's. Yes. Ja, das Level hätten wir. Sehr schön. 38 jetzt ja noch bis zur Freischaltung. Puh. So, und ich würde sagen, in der nächsten Folge fliegen wir ja, in Level Gefrierbrand. Gefrierbrand. Hört sich ein bisschen wie Brandenburger. Also, würde ich sagen, schauen wir uns den Gefrierbrand in der nächsten Folge an. Und ich würde mich freuen, wenn ihr wieder dabei seid. Also, macht's gut. Ciao.